So, ich setze mal noch ein paar mehr. Yagi, tanz mal bitte an. Wo bist denn du? Da wo nun? Ich bin draußen an den Türen. Versuch du mal bitte die Treppe zu setzen, ich krieg's nicht hin. Genau hier, da vorne. Huckuck. Versuch mal bitte eine Treppe dahin zu setzen. Bist du schon draußen, ne? Ja, gib mir mal bitte eine Treppe. Bin dabei. Versuch den mal hier irgendwo hinzusetzen, dass wir auf eine von den beiden Seiten hoch können. Ich verzweifle gerade. Da hin. Nein, das war zu kurz. Mist. Wieso geht das nicht? Ach gut, ich dachte schon, das liegt an mir. Hier kann ich jetzt nochmal. War gerade grün gewesen, aber. Genau dasselbe Problem hatte ich nämlich auch. Es wurde ab und zu kurz grün und dann wolltest du es hinsetzen, dann war es aber schon wieder rot. Sieht auch übrigens total toll aus, wie du mit deinem Bogen in der Hand und dem Sack in der Hand versuchst, irgendwann auszurichten. So, die Pillars in der Arena haben jetzt alle einen Kämpfer hier drauf. So, wie war jetzt die Idee mit den Spike Walls? Warte mal, wo wolltet ihr jetzt ein Dings hinsetzen? Eine Treppe? Außen. Yagi? Ja, hier, wo ich jetzt gerade stehe, also hier drauf, wo du da drauf stehst eigentlich. Kann auch nichts werden, da fehlt doch noch eine Pillar. Versuch mal jetzt. Ach, jetzt ja. Der muss da hin. Ja. Nee. Du brauchst vier Pillars, um eine Treppe zu setzen. Das ist doch ein Witz, ist das doch. Hier draußen sollen wahrscheinlich auch noch Campfire hin, ne? Aber damit das ein bisschen erleuchtet ist, die Lippenrausch. Ja. Geil. Da kannst du Furnit schreiben. Man könnte theoretisch hier außen an die Lippenrausch noch eine Wand dran bauen. Stimmt. Ein bisschen geschmeidiger ist. Ja, stimmt, wenn das geht. Wie meinst du von außen? Na, warte mal, ich baue mal. Ich demonstriere mal, was ich vorhabe. Hier oben, am Eingang. Ja, quasi neben mir. Ja. Also einfach ringsherum noch einmal. Okay, ich verstehe, was du meinst. Wir könnten ja auch echt, ich meine, so innen drin hier, so in den Ecken überall, so eine Furnace hinstellen. Das hätte so ein bisschen steinig, so ein bisschen. Oh, warte mal. Habe ich jetzt Mist gebaut, oder? Ach, da fehlt eine. Okay. Bitte nochmal, ich habe dir gerade nicht zugehört. Wir können auch innen drin in der Arena, wenn wir das Ganze noch ein bisschen hier schmücken wollen, so in den Ecken so eine Furnace hinstellen. In jeder Ecke. Das sieht so ein bisschen, ja, wie so eine Dekoration halt. Gibt's denn nicht irgendwas? Hab ich das so vorgestellt? Habt ihr irgendwie Ideen, wie man das innen drin so ein bisschen so an den Ecken schmücken kann? Ich habe jetzt gerade schon gesagt, so eine Steinschmelze in jeder Ecke. Dass hier nicht allzu leer aussieht, aber so ein bisschen Dekoration drin haben. So Kisten oder ich weiß nicht, was man hinstellen kann. Ja, so ein paar Kisten zum Deckung nehmen oder sowas in der Art. In der Firma. Boah, ich stell mal eine Spike Wall hin und guck mal an, wie es aussieht. Schön, wenn die Sklaven für einen arbeiten. Ja, hier ist genug beleuchtet, hier kann man echt sehr gut kämpfen. Das ist doof, stimmt, ne? Der Boden sieht wirklich geil aus. Boah, das ist echt geil, ja. Auf die Logen sagt noch ein bisschen Palaver vor, oder? Ja, warum nicht? Soll da doch Spike Walls hin oder nicht? Guckt ja doch auf Twitter, dann mal. Hab da. Mach den mal hoch. Warte mal, ich mach mal die Fenster noch zu, ne? Ja. Jetzt hier links, ja. Meint ihr? Wird da noch was hingedrückt oder sind die einfach? Man hätte die vielleicht ein bisschen schräg hier ranstellen sollen, ne? Also so. Ich dachte einfach mal so zur Probe, falls einer flüchten möchte oder sowas, dass man da reinläuft, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wegmachen soll. Okay. Wie der andere schon gesagt hat, gerade der Blob, ich glaube, er hat es gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also hier ein bisschen Schutz an ein paar Stellen, so ein bisschen. Kiste. So. Ja. Wir können das Ganze ja noch, um das ein bisschen. Je nach Match können wir auch noch diese. Es gibt noch so eine Wende. Also nicht. Mensch, wie heißt denn das jetzt?
gab doch so eine Barrikade, genau. Genau, Barrikade ist das Ding, ja. Genau. Die könnte man so von wegen Schutz, gerade wenn wir mit dem Bogen dran sind, weißt du, einen kleinen Schutz hier mal irgendwo ein bisschen hinbauen. Ich krieg das Ding nicht kaputt. Wir können mal Barrikaden hinstellen. So sieht das schon echt krass aus. Vorsicht, ich spreng mal Block, kurz ich, die Spike Wall hier. Alle Ränze weg. Lustig. Wir sind wieder live bei der Explosion. Live dabei, die Spike Wall. Noch lebt sie. Da ist sie hinüber. Also ich finde das toll, was wir hier machen. Ich finde das super, was wir hier gemacht haben. Dankeschön. So, außen wollten wir noch ein bisschen was machen. Genau, ich finde, wir sollten gucken, dass wir so gut wie an jeder Seite noch so eine Loge hinkriegen. Das ist ja, ich finde, die Loge, ja, das die einzige Loge, die noch fehlt, ist ja quasi hier. Oh, scheiße. Aber wenn du so rundherum hast, das... Ich finde, drei reichen, ne? Also, ich finde, das reicht. Weil hier ging nichts mehr. Gegenüber vom Eingang, da ging nichts mehr? Nein, das war zu hoch, glaube ich. Ich habe es versucht. Kriegst du nicht noch extra, warte mal, ich versuche mal mein Glück kurz. Mach doch. Ob ich jetzt Nein sag oder nicht, das ändert auch nichts an der Sache. Also als Idee in den Raum geworfen, könnte man innen drinnen seitlich nicht irgendwo noch... Ja, okay, na gut, da könnte der Platz eventuell eng werden. Aber vielleicht noch eine zweite Etage für zwei Ebenenkämpfe, wenn man mit dem Bogen da gerade ist, wenn man eine Treppe hochgeht und von da aus schießt. Ja, klingt ganz gut eigentlich, wenn man dann ein paar Passagen freilässt sozusagen. Wo man runterschießen oder runterfallen kann, je nachdem. Warte mal, die neueste Rust-Version hat keine... Auch. Die neueste Rust-Version hat keine Zombies. Wie schreibt man das auf Englisch? Is the newest Rust-Version doesn't have Zombies oder has? Ich glaube has. Aber mein Englisch ist not so yellow from the egg. Also ich könnte hier hinten ein bisschen weiter weg von diesem Haus noch neue Foundations setzen. Ich sag mal, wenn man da dann eventuell irgendwie im zweiten oder dritten Stock geht, dann kann man von... Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber... Man kann trotzdem von hier aus auch reingucken, weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn du mal kurz hier gegenüber vom Eingang da hinten kommen würdest. Ja, ich komme mal dahin. Siehst du mich vielleicht? Der Movie nee, vielleicht auch nochmal, so der kann aber leuchten. Dunkel. Ja, ich habe leider kein Leuchtmaterial gerade dabei. FPS-Boost? Er meint aber die ganz normalen FPS oder meint er noch was anderes? Ja. Er kann ja hier, Gras.on. Ich hatte im Moment nicht zugehört, weil ich ja was gemacht habe. Ich habe die nächste Wand platziert. Was wollt ihr machen? Genau, hier leuchtet gerade einer, das ist gut. Hier, Miyagi, siehst du das? Nein. Wie, nee, wo bist du denn? Am Ausgang hier, da sollte ich doch gegenüber, ne, oder? Direkt gegenüber vom Ausgang, die Seite. Weg unten auf dem Boden. Okay, warte, ich komm nochmal hin drum. Wie kann man den Screenshot machen nochmal? Steam Screenshot ist glaube ich auf F12. Ja, da bin ich. Ja, warte, ich muss hin. Ja, also könnt ihr jetzt. Herr Jutke, Ihr Eindruck von mir, was wollen Sie uns zeigen hier? Warte mal kurz, warte. Bitte ins Mikrofon hier. Wieder. Bitte ins Mikrofon, was du geplant hast. Die aktuellen Pläne hier bei unserer Arena Battle. Genau. Hier, wo ich jetzt stehe, kann ich noch weitere Metal Foundations setzen. Als geplante Loge, weil direkt dran geht ja keine mehr. Das heißt, ich könnte jetzt hier nochmal so eine Reihe quasi... Zweite Reihe halt, ne? Genau, Foundation setzen, das Ganze im zweiten, dritten oder vierten Stock, je nachdem wie hoch wir da müssen. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber man kann trotzdem von dieser Seite auch aus, von dieser Seite aus auch reingucken. Stimmt. Wäre das ein Plan? Das wäre ein Plan. Aber das hier sieht auch... Ich wusste jetzt, so eine Reichweite hat. Weil... Wie gesagt, hier geht's wirklich leider nicht dran. Ne? Ich hab dich jetzt, glaube ich, nicht verstanden. Nee, ich hab hier nur einen aus Versehen gerade gehauen. Ja, wenn ihr hauen wollt, also immer auf den Spieler, der Vorname Chris und Nachname Jutke. Oder auch Judge. Der steht da drauf. Einfach ignorieren. Ich weiß nicht, ob Sie hallo, hören, Pirate, Modi. Hier bei uns wieder in der Kamera vor Ort. Herr Pirate, wie laufen die aktuellen Baupläne?
ja, durch die verringerte Sichtmöglichkeit sind die Baugeschwindigkeit noch nicht so vorangeschritten. Wir tun aber immer noch unser Bestes. Dann haben wir Mittagspause in der Nacht natürlich. Und ja. Hier, wie bist du gerade leise geworden? Seid ihr noch da? Ja. Ja, klar. Natürlich bin ich da. Immer und Ruhe. Pirate, du bist gerade echt leise geworden, also dein Mikro ist wohl ausgegangen. Guten Abend, gute Nacht. Rust macht keinen Spaß. Ach nee. Das ist Quatsch. Nein, das war auch nur ein Jocke. Quatsch. Ein Jocke. Da unten haben die Kollegen hier schon die Foundation gebaut für den Plan, den der Herr Jutko uns gerade beschrieben hat. Ich zähle hier 5 Foundations. Oh, nicht das C4 rausholen, das ist doof. Ich bin dafür, dass du gleich den schönen Kamerawinkel nochmal draufhältst, dass wir die Arena nochmal schön hell erleuchtet allen Mitstreitern zeigen. Ah, ich schaue gerade dem Herrn Jutke beim Bauen zu. Ja, Moment, geht sofort weiter. Ich muss kurz den Server verlassen und bin jetzt auch gleich wieder da. Also wenn ihr noch Ideen habt, innen drin in der Arena, ne? Also wenn ihr da was bauen wollt und ihr braucht irgendwelche Materialien, sagt einfach Bescheid und geben wir euch die, ne? Richtig, falls es nicht so aussieht wie geplant, also kannst du ja am besten nochmal sagen, wenn das nicht so aussieht, kann man es ja immer noch wegmachen. Ja, auch wenn es nicht so aussieht wie geplant, können wir es immer noch wegmachen. Wir haben da ruhig freie Bahn. Vielleicht können wir hier noch 2 Wände tun. Ihr könnt frei agieren. So, kleiner Schuld. Ja, ihr könnt da frei agieren, wie ihr möchtet. Wenn es nicht passt und wir sagen, das sieht nicht so aus oder wir sind uns einig, dass es nicht so gut aussieht, können wir es immer noch wegmachen, wie gesagt. Also, fühl dich frei. Ganz lieber Papa zu Hause. So zum Beispiel. Woodpiles braucht er, wie gesagt. Woodpiles oder... Ja, nur dass man hat man so einen kleinen Schutz, damit man sich mal verstecken kann, damit man die ganze Zeit unter Beschuss beschossen. Ja, stimmt, gerade bei den Bogenkämpfen wichtig, ne? Ja, Modi kann. Woodpiller? Kannst du dem. Ja, schmeiß dir nochmal alles mögliche hin, was das. Gut, ihr macht das da drin, weil dann kann ich hier draußen in Ruhe bauen. Ja, ja. Ich guck von oben, ich film dich eben kurz. Warum will ich jetzt mal Holz? Also nicht. Holzkraft bist. Schade, dass hier keine Kamera gibt, hier so, die ich in der Hand habe. Ich habe immer nur das Mikrofon in der Hand. Der Jürgen steht gerade still. Ja, Moment, ich muss kurz. Geht sofort weiter. Treppen. Weiß nicht. Gucken, wie hoch das Ganze wird hier. Mehr habe ich im Moment leider auch nicht dabei. Muss mal gucken, was wir damit machen. So, jetzt geht das weiter. Treppe. Boah, durch die Arena, ne? Bei mir leckt das so dermaßen. Ja, das hat, glaube ich, jetzt mit dem. Also, auch wenn ich jetzt Lags in der Aufnahme habe, das ist heute gab es 2 Steam-Updates. 2 kleinere. Seitdem Lags bei uns, seitdem haben wir extreme FPS-Einbußen. Ich hoffe, das wird auch wieder gefixt werden. Ganz dem Papa. Das ist sehr gut mit den Wänden. Ach, Schande. Jetzt habe ich die Treppe falsch rumgebaut, bin ich doof. Na gut, muss ich die gleich nochmal machen. Ja, Jürgen ist leicht alkoholisiert. Ich hoffe, ich möchte das bei der Aufnahme entschuldigen. Bitte? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nein, sofort, ey. Je nachdem, wie das lange Video geht, kann ich daraus auch 2 Teile machen, fällt mir gerade auf. Ich erwähne es jetzt auch nochmal hier.
Eventuell schneide ich es raus, eventuell auch nicht. Wenn nicht, dann seid ihr live dabei bei den Besprechungen, wie wir die Videos hier schneiden. Geil. Geil. Saugeil. So, ich kann direkt mal ausprobieren, wie viel C4 die Treppe braucht, weil ich die mal entfernen muss. Warum denn das? Weil ich die falsch umgebaut habe. Nein. Boom. Gut, einer reicht nicht. Zwei. Oh, zwei haben ausgereicht. Also für Metal-Stairs reichen. Bei C4. Das habe ich gar nicht drauf gefilmt. Ich war so fasziniert von der Arena. Ich finde, ich das bin doch auch voll der Flash von der Arena. Das ist unglaublich. Wir haben schon einige Sprengungen gesehen. Ja, ich stand jetzt hier gerade wirklich so hier vor. Und habe echt den Anblick genossen. Mir schon vorgestellt vor meinem geistigen Auge genau, wie hier die nächsten Kämpfe stattfinden werden. Cool. Da oben werden die Spieler stehen, die Zuschauer. Was ist los, Modi? Schwer Probleme? Ich habe hier so arge Probleme gerade mit dem Spiel. Das ist unglaublich. Ich versuche mich gerade stark zurückzuhalten oder irgendwie hinzukriegen. Ja, lass uns mal überraschen, ne? Jungs, ich habe mir gerade mal hier die Arena hier von oben angesehen und mir im geistigen Auge vorgestellt, wie hier demnächst die Kämpfe stattfinden werden. Das ist doch einfach nur geil. Das haben wir bis jetzt sehr gut hingekriegt, also sehr, sehr gut gemacht. Wie genau werden diese Kämpfe eigentlich so ablaufen? Also sind das dann nur Bögenkämpfe oder alles erlaubt oder Nahkampf oder beides oder gar nichts? Ja, ich denke, wir werden da abwechselnde Kämpfe vielleicht sogar machen. Also dass man einmal sagt, beschränkt auf Steine oder Axt und einmal beschränkt auf Bögen. Und je nachdem, Schusswaffen müsste man gucken, wie sich das da verhält, ne? Aber da können wir ja noch Ideen Austausch machen. Ich werde da einen Artikel auf der Webseite auch erstellen, dass wir dann da irgendwie mal ein paar Vorschläge geben und dann kann man da ja, wenn man eigene Ideen hat, die runtersetzen, dann filtern wir das Beste aus. Wenn mal einer kurz zu mir kommen mag, ich brauche mal eure Meinung, ob die noch höher soll, noch eine Etage oder ob das gut so ist. Wenn ich hier runterspringe, kriege ich Fall. Oh, ne, ich sprich nicht. Aber man sollte das zu Hause nicht ausprobieren, also als andere Spieler sollte man es vielleicht nicht ausprobieren. Also, da hast du als Captain Baumeister aber hier, Herr Jutke. Ah, Profi wirklich am schnell Baum. Gebaut. Schnell gebaut, ne? Gib ihm seinen Bob. Gelben Helm, darf ich ihn Bob nennen? Bob der Baumeister, hier ist er, da rennt er. Ganz genau. Sachlich vor Freude. Wie? guck mal bitte rein, soll das noch eine Etage höher oder ist das gut so? Ich würde noch eine Etage höher bauen, weil dann hätten wir sogar zwei Bereiche hier, zwei Reihen. Das und dann sieht man auch den unteren Winkel. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist für Bob der Baumeister, wenn er eine Aufgabe hat, da freut er sich. Na hör mal, das geht rund hier. Huh? So, jetzt hört das Ganze noch eine Etage höher. Oh ja, hast recht. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt gerade wegen dem, was im Chat stand, also oh, ich habe alt gedrückt, nicht V, das ist natürlich praktisch. Aber ich spreche auch mal mit mir selber. Das ist so. Ja, muss man auch mal machen. Also gerade wegen der, hört man mich jetzt im Spiel, ja, ne? Ich ja. Mal. Okay, also gerade wegen der, was im Chat jetzt geschrieben wurde von Pirate, also auch wenn du jetzt mal aus Versehen deine Ausrüstung mitnehmen solltest, wenn du nicht drauf geachtet hast oder irgendwas, die kriegst du natürlich dann auch, falls du verlierst, natürlich wieder. Also das wird das geringste Problem sein. Wir sind ja humane Spieler hier, ja? Und humane Admins. Du kannst doch nochmal sagen, wir werden natürlich auch noch ein paar hier Boxen, Storage-Boxen setzen, dass man seine Sachen auch hier hinlegen kann. Zur Not. Also Storage-Boxen werden wir auch noch hinstellen, seitlich würde ich sagen. Dann können die Spieler dort auch ihre Items ablegen vorher.
So, ich werde das Ganze noch ein bisschen mit Wänden jetzt machen hier. Was haltet ihr davon? Ja, irgendjemand hat ja hier diese zwei Wände gesetzt, die sehr gut sind. Kann man dagegen, oder sollte man da gegenüber vielleicht auch noch irgendwo Schutz bauen? Ich meine jetzt, wenn jetzt, damit es gleichberechtigt ist, wenn jetzt, weil ich stelle mir gerade so vor, wenn die Spieler jeweils an einer Seite starten, dass dann nicht nur der eine Schutz hat, sondern auch der andere. Ja, und vielleicht noch eine in die Mitte dann. Eine aber noch. Ja. Da wo ich stehe, vielleicht noch eine hin. Ja, kannst du eigentlich hinbauen, ne? Ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit diesen Wänden hier. Machen es von außen, geht besser. Eine Doorway finde ich super. Die finde ich ja, super. Kannst du hinsetzen. Auch. Gute Idee. Top. Top. Wieso? Passt jetzt an diese Seite hier keine? Ah, jetzt. Du hast ja noch Wände da. Genau, man kann hier auch immer also überall durch die Winkel Druck gucken, hier so durch die Durchgänge. Wenn ein Spieler irgendwie versucht, seine Deckung zu wechseln, kann man da natürlich dann rausschießen, wenn man geschickt ist. Also falls man nicht hört, immer baut. Wie gesagt, wenn es im Endeffekt doch nicht passt, wegmachen kann man es immer noch. Oh, apropos wegmachen. Ich glaube, ich muss da mal was wegmachen. Was wärst du nur ohne dein C4, Jutke? Nichts. Er macht das extra, damit er sprengen kann. Ja, das macht Spaß. Als habe ich das Mikro gehabt. Scheiße. Ich hatte gedacht, das im Spiel gesagt. Na, sei egal. Kann das sein, dass diese Metallwände nicht ganz dicht sind, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder habe ich dann haben die mit mir was gemeinsam. Das ist durchaus richtig, ja. Ich habe ja einfach das falsch umgebaut, oder? Er sprengt, er will wieder sprengen. Jetzt ist keinem aufgefallen, jetzt kommt er selber damit raus. Guck mal, ich hab die doch falsch gebaut, oder? Miyagi, ich glaube, deine Internetverbindung ist gerade wie schlecht oder meine? Ich höre den gerade sehr schlecht. Hört man mich sehr schlecht? Ich höre dich auch sehr schlecht, ja. Aber ich höre euch alle beide sehr schlecht. Dann kannst du mal reden. Jetzt höre ich dich auch sehr schlecht. Lass uns mal kurz, hier abbrechen und dann gleich nochmal neu zusammenschneiden, würde ich sagen. Ja, also ich mache jetzt hier kurz einen Aufnahmestopp und schneide das dann später zusammen. So, da sind wir wieder. Falls man den Schnitt bemerkt hat im Video. Kannst du im Spiel auch Bescheid sagen, ja. Dann? Direkt, dass wir, da sind. Wir nehmen wieder auf, also wir können wieder weitermachen, ne? Also läuft wieder alles. Ja, die Arena nimmt Form an. Ja. Ich bin total geflasht. Ja, ich auch. Das ist echt, echt Hammer. Die geilste Arena, die ich je gesehen habe. Schön. Vor allem bei Nacht sieht das so richtig geil aus. Ja, mit den ganzen, mit dem Feuer. Wir können natürlich dann auch noch Feuer in jede Ecke stellen. Innen drin, dann haben wir die Ecken ein bisschen verziert. Also entweder eine Ecke oder eine Furnace. Entweder eine Ecke oder eine Furnace? Ja, hier, wie spricht man das aus? Wie gesagt, mal Englisch, ne? Nein, ich meine entweder eine Ecke oder eine Furnace. Meinst du bestimmt entweder ein Campfire oder Furnace? Wir sind halt wieder leichter, weil der Helfer heute schon den Tag über in seinem Klugscheißer-Modus ausschaut. Wir freuen uns darüber und ich meinte natürlich, er wusste auch, was ich meinte, aber er muss es natürlich nochmal so extra hervorheben. Aber natürlich. Damit ich auch ja wie ein Idiot dastehe. Damit auch der es nicht mitbekommen hat, es nochmal mitbekommen. Ah, ich liebe es. Ja, wo sind wir? So, ich bin immer so nervös, wenn ich auch. Das macht überhaupt nichts. Dafür sind wir ja da. Ja, kenne ich. Ich habe auch schon. Ich sage jetzt nicht, was ich habe. Nein. Aber ich muss sagen, also entweder liegt es daran, dass ich hier gerade in meinem Metallbunker hocke. Ja, ich wollte dich nicht lassen. Aber meine FPS-Probleme im Spiel sind gerade weg. Meine sind auch wieder gut. Meine auch wieder.
weiß ich doch. Wer weiß, woran es lag? Ja, da wird heute viel geupdatet, wie gesagt. Zwei kleine Updates habe ich jetzt bekommen schon. Ist was Besonderes, ne? Was Besseres meinst du? Ich hab nur eins. Nein. Ich hab zwei. Weißt du, ich bin so, ne? Also ich zeig jetzt gerade hier so einen Fingerzeig. Ich bin so mit dem Entwickler hier, ne? Also dicke. Ja. Ja, ja. Wer ist der? Gary Newman? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der auch Garys Mod gemacht hat. Also Gary, ne? Wir treffen uns hier beim Bier. Ich weiß, du verfolgst unsere Gameplays hier. Ah, sehr gut. Ja, wie bei Virtual Tennis, wo ich sagte, ne? Der Boris, der kam auch damals, ne? 20 Jahre, sagt er hier, hey, da haben Miyagi. Geht eigentlich dieses Tennis? Ja. Ja. Oder hier, Schumi. Was? Genau dasselbe. Der kam auch. Vor 30 Jahren, sagt er, 45 Jahren, sagt er zu mir, na, was ist eigentlich dieses Kart? Was kann ich damit machen? Hab ich gesagt. Ja, komm mal her. Ich zeig dir mal, wie man Rennen fährt. Ich möchte mich da jetzt nicht einmischen. Ich lasse ihn einfach in dem Glauben. Lass ihn auch mal träumen. Der träumt mit offenen Augen. Ist auch wunderbar und schön. Das darf er auch mal. Ja. Ich gehe mal wieder hoch hier in die Loge. Den Longeur! Wir können am Abschluss des Videos, wenn sich zwei Stück bereit erklären, können wir mal einen Testfight machen. Oder ein 2 gegen 2. Free for all. Ja. Ich würde mich dann gerne raushalten. Aber glaub, du spielst auch DayZ, hast du gesagt? Bitte was? Du spielst auch DayZ? Ich hab's, also nicht die Standalone Version, sondern die noch mit Arma 2 oder 1, weiß ich gar nicht mehr genau. Die habe ich mal am Anfang gespielt, aber jetzt kommen noch. Ja, perfekt. Wir hatten auch die Arma-Version mal gespielt. Wir hatten dort bei, ich weiß nicht, ob du die Mod auch DayZ Origins kennst. Hier hatten wir mal eine Weile gespielt. Und jetzt Standalone haben wir auch angefangen. Sag mir jetzt nicht direkt. Ja, mal schauen, wie die DayZ Standalone-Version sich entwickelt. Wenn man da eigene Server machen kann, dann haben wir auch vor, dort eventuell eine aufzubauen. Aber als Zukunftsmusik, wenn man da Basis bauen kann, wenn da Vehicles sind, dann das dauert natürlich noch ein bisschen. Ja, alles sehr vielversprechend erstmal. Ja, definitiv. Hier in den Ecken sind auch Lagerfeuer, das ist natürlich sehr gut. Ich war auch mal kreativ und habe meine Inspiration freilassen. So, also, die obere Lounge ist dann auch schon so gut wie fertig. In jeder Ecke vielleicht noch so ein paar Spikeballs, so schräg gesetzt als Dekoration? Wäre das was? Nee. Da fehlt dann noch was. Er ist immer noch mit seiner Lounge beschäftigt. Ja, freue mich. Wir gehen jetzt mal den Herrn Jutke besuchen. Ja, bin dabei. Komm mit. Und bei den Nachtkämpfen kommen nur ein paar Sterns in die Mitte. Versteht er nicht. Ich war zu weit weg, ich hab dich nicht verstanden. Oh, da oben baut der Willi. Da ist der Baumeister Bob. Hat er hier gebaut? Ich hatte gesagt, bei den Nachtkämpfen kommen dann nur ein paar Flares in die Mitte. Den Schluss habe ich nicht verstanden. Bei Nachtkämpfen? Da kommen dann nur ein paar Flares in die Mitte. Oh ja, Flares in der Mitte, genau. Das ist geil. Das
wenn du da gleich runterfällst und tot bist, also dann mach ich dich stell aus. Ich mir beim Kampf sehr cool vor. Oben alles dunkel und in der Mitte so ein rotschimmerndes, so rotschimmernd, rotschimmernder ja, Bereich. Ich will nur noch die Frauen und müssen ein paar Stangen hinsetzen. Ah, und das ist ja Mike auch wieder. Mike, du sprichst gerade genau in mein Mikrofon. Hallo. Ja, ich bin genau vor dir. Sehr gut. Du bist jetzt hier beim Rustman Reporter wieder live dabei. Was sagst du zum derzeitigen Ausbaustand der Arena? Die Arena finde ich cool. Ich habe ja erst ein Video gesehen, mit, wie es aussehen könnte, und hier ist schon richtig geil geworden. Und wie man sieht, haben wir auch schon ein paar mehr Spieler auf dem Server, und darum geht's ja. Geil. Ja, es kann nur noch größer werden. Deswegen, jeder ist hier auch eingeladen zu joinen. Wie ihr seht, hier geht's langsam rund. Seid dabei. Jede Menge Spielspaß. So, ich guck mal, dass ich irgendwie wieder zu euch komme. Guck mal da, der Hund. Bin verletzt, lass mich in Ruhe. So. Zor. Zor. Zoppa. Wie der Sven. Der Sven. Hallo, ich bin der Sven. Nein, wir schweifen wieder ab, wir sollen noch, ja. Wir wollen noch von der Spaßschiene runter. Nichts gegen den Namen Sven, aber es gibt Leute, die das nicht Sven aussprechen, sondern Sven mit Z und W. Darüber machen wir uns eigentlich lustig. So, wir sind im God-Mode und wir können uns jetzt einfach abschießen. Danke für eure Sache. So, Aha, der rastende Reporter steht da vorne. Ja, ich guck mir gerade genau diesen Ausblick hier auf die Lounge an. So ein Horst, ne? Ach, hier sind noch keine Wände dran an der Lounge. Ne, ich hatte keine mehr. Denn wir müssen auch, und da, das muss ich ganz klar sagen, auf dem Server fechte ich die Position des Sicherheitsbeauftragten an. Ich stehe dafür, Sicherheit der Spieler geht vor. Na, also da bitte Wände. Das ist Sturzgefahr. Das ist völlig richtig. Sehr Bob schön. Bob ist dabei. Bob ist dabei, ganz genau sieht das aus. So. Damit auch durch die Fenster keiner durch kann, werden wir natürlich Metal Bars reingesetzt. Schön, dass dieser Baum in dem Haus drin ist. Das finde ich auch eine interessante Geschichte. Komm runter, Blob, ich habe einen Stein für dich. Ich hätte da 5 und 4. So, ich werde die Treppe mal noch ein bisschen abschotten hier. Ach, die Sicherheitsbaum. Oh, ein Shotgun. Sollen die einzelnen Logen da hinten offen bleiben oder wenn es mal regnet, ein Dach drüber? Weil die können offen bleiben, oder? Wenn's ich denke, mal offen bleiben, ja. Aber mir fällt da noch einer. Gut, das kann hier nicht mehr runterfallen. Das ist schon mal gut für mich. Nicht nur für dich, denn ich bin auch so ein Experte. Haben wir noch eine Wand über, Jutke? Dann können wir hier noch. Aber natürlich. Hier, da ist eine offene, kann man runter. Hier wollte ich. Ja, gut. Dann mache ich ein Fenster rein. Oh, ich hab's schon vor Augen. Wenn wir hier mit einigen Zuschauern, jeder irgendwo besetzt, da wo er sich am liebsten hinstellen möchte, zum Zugucken. Knapp daneben ist auch vorbei. So, hoch. Und so. Hier eine Treppe bitte auch. Zoo. Zoo, super. Sven, kommst du rüber? Machst du auch nochmal Wände rein hier an der Treppe? Ja, ich komm, warte. Wir gehen mal runter, eventuell können wir Live-Eindrücke filmen. Ach ja, Sven. Und Pillar bist du da setzen, ich hab keinen mehr. Ach, müssen wir noch eine Tür hier überall. Oder warum? Wir können das unten können wir offen lassen, oder? Die Seiten, weil dann schätze ich jetzt hier noch eine Wand davor. Ja, hier oben alle beiden Pillar überall. Und jetzt? Rein. Müssen wir hier reinspringen?
Und wo kommt das Tickethäuschen hin? Keller? Der Ticketautomat? Ne, ist okay. Der Ticketautomat, ja. So, ich denke. Das könnte ganz gut aus, oder? Ja. Wäre natürlich cool, wenn das jetzt auch gleich schnell Nacht werden würde. Ich glaube, von da oben kann ich dann am besten filmen. Na, ganz ja. Oben. Wie gesagt, wenn es nochmal Nacht wird, können wir da alles nochmal anmachen hier. Ja. Wollen wir hier aus vier außen? Wollen wir hier auch nochmal, Campfires hinsetzen oder? Wollen wir es lassen, weil wir da unten in den Ecken ja noch welche haben? Ach, Feuer, also Lichteffekte bin ich, da kannst du von mir aus unendlich machen. Ich bin so, da bin ich Freund von. Ich meine nur mal, weil, wir haben ja jetzt hier, hier in den Ecken jeweils, weißt du, wenn du oben noch hinsetzt, dann kommen die in den Ecken ja gar nicht so gut zur Geltung. Die guten Herren der Schöpfung fragen nach. Ach, da ist wieder, ja. Ja, also, ups. Mein Gott, ich bin ein Ochse. So. Ochse? Ja, also, wir werden jetzt hier, wir sind ja jetzt immer noch beim Bau beschäftigt. Wir haben jetzt eine Aussichtsplattform, da kann ich gut filmen von da oben. Also, um die Frage jetzt aufzugreifen vom Pirate. Und dann können wir das Ganze, wenn es, ich hoffe, es wird gleich mal ein bisschen dunkel, ein bisschen Nacht. Dann können wir das Ganze mal testen. Ich filme von oben und die restlichen Spieler müssen wir schauen, dass wir ausgeglichen sind. Dass wir einen Bogenkampf einfach mal machen, würde ich sagen. Dann geben wir euch Bogen, Pfeile und so weiter. Und dann machen wir einfach mal eine Runde, eine Testrunde, einen Testlauf. Genau, 4 gegen 4, dann kommt der Chris Duck noch dazu. Und nur zum Wetter. Sehr schön. Schön. Herrlich. 1A Pirate. Du Kakao, ja. Switch, Switch, wie der Sven sagt. So, Jutke, du kämpfst mit, habe ich gehört. Der ist kurz AFK, der hat bestimmt wieder so eine Pizza. Und auch das mal kurz, das wollten wir schon immer mal in den Let's Plays einfließen lassen. Es gibt ein besonderes Ritual. Sollten wir in Zukunft mehr Videos machen und wir sollten an einem Sonntag aufnehmen und irgendwann kommt ein ganz bestimmter Klingelton, der da so geht, dip, 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 dip. Das ist Chris Jutkes Pizza, die sonntägliche. Chris Jutke, seit Jahren, wo ich ihn kenne, geht jeden Sonntag um dieselbe Uhrzeit sein Telefon mit exakt demselben Klingelton und er bekommt eine Pizza serviert. Das ist ein Ritual, man freut sich richtig, man hört seine Emotionen im Headset raus, wenn er diese Pizza geliefert bekommt, genau. Jeden Sonntag. Ja, wir müssen dann nur noch den Chris Judge warten, der wird gerade gefüttert, der bekommt eine Pizza, nur zur Information. Er hat seine sonntägliche Fütterungszeit. Und danach 4 gegen 4. Ja, so wie es, wenn das dann so passt, genau. Wenn alle mitmachen, das wäre natürlich toll. Ja, ist doch 2 gegen 2, ne? Passt doch, dann bin ich raus. Wir werden den Herrn Judge auch gleich fragen, live, welchen Belag er auf seiner Pizza hat. Das sind die Fragen, die die Zuschauer interessieren. Ich hab jetzt nicht getroffen. Naja, der hat jetzt seine Pizza, jetzt kann ich nichts mehr stören. Kannst ruhig abschießen. Das ist der spannende Moment. Man hat dieses Gefühl schon, diese Freude von ihm. Das heißt, blüht bis hierher rüber. Ich spüre schon, wie er jetzt gerade am Ofen steht. Er riecht diesen Duft, der grinst. Njam, njam, njam. Der hat bestimmt noch so eine Essensschürze dann um. Zum Herz. Schmatz, schmatz, schmatz. Bob, der Baumeister ist fertig. Füße auf dem Tisch, eine Büchse Bier in der Hand, die Pizza. Mann, hab ich heute wieder geackert. Da steht er. Das ist ein Mann aus Stein. Da kann man hier draufhauen. Das ist doof.
Mal gucken, ob jetzt irgendjemand guten Appetit zahlt. Ah, habt ihr erklärt oder ja, was? Wir haben das auch, ja. Wir haben ausführlich dieses Ritual erklärt. Ja. Wie ein Flugzeug.